Danke dir, Sebastian. Ja, ich freue mich wahnsinnig. Erstens sind ganz viele alte Gesichter da. Und damit bist nicht du gemeint. Und auf der anderen Seite ist es ja wirklich heute ein besonderer Tag. Wenn man mal das letzte Schaltjahr wegrechnet und dann 500 Jahre zurückdenkt, dann ist ja heute der Tag, an dem Machiavelli zum ersten Mal über den Prinz gesprochen hat. Den Prinz oder den Fürsten oder wie auch immer. Und insofern ist heute auch ein Tag, an dem wir uns erinnern können, mit was für Fragestellungen wir, die wir Netzgesellschaft gestalten wollen, wir uns auseinandersetzen wollen. Und es ist auch ein Tag, der kurz vor Weihnachten ist. Insofern ist es Zeit, das Jahr zu reflektieren. Und es war ein brutales Jahr und es war ein spannendes Jahr und es war ein Jahr, in dem viel passiert ist, viel kaputt gegangen ist, viel geschaffen worden ist. Und wir müssen uns fragen, was machen wir in Zukunft? Was haben wir gut gemacht? Was haben wir schlecht gemacht? Was können wir viel besser machen? Und all diese Fragen haben wir doch den Luxus, heute ein bisschen mal zu stellen. Und ich persönlich habe den Luxus, zurzeit eben eigentlich hauptsächlich Akademie zu machen. Das heißt, ich mache im Moment weniger Praxis, mehr Theorie. Und das heißt, ich darf einige von diesen Fragen ganz theoretisch stellen und muss sie überhaupt nicht praktisch angehen, was durchaus auch ein Teil meines Lebens ist. So, und damit können wir quasi anfangen. Am 10. Dezember 1513 gab es diesen Brief. Und wenn wir überlegen, es gab in den letzten 500 Jahren wahrscheinlich keinen Autor, der uns so als Gesellschaften provoziert hat, wie Machiavelli, mit seinem kleinen Argument, wo es eigentlich nur darum ging, was ein Fürstentum ist, wie viele Gattungen es gibt, wie man sie erwirbt, wie man sie erhält und warum man sie verliert. Das heißt, Fragen, die wir uns in der heutigen Zeit, wo wir Netzwerkgesellschaften ausstrukturieren, ausgestalten wollen, uns immer wieder stellen müssen. Und die Frage ist, inwiefern kann uns jemand wie Machiavelli vielleicht ein bisschen helfen, dabei das zu denken. Das heißt, an Tagen wie heute lohnt sich es, einen Schritt zurückzugehen und mal wieder im Großen und Ganzen zu denken, um dann wieder in die einzelnen Ohus, Arbeitsgruppen oder Koalitionsvertrags Arbeitsgruppen oder Bitkom-Strategie-Arbeitsgruppen zurückzugehen und damit die Welt zu gestalten. Es gibt drei Gründe, warum es für uns interessant sein sollte, sich mit Machiavelli auseinanderzusetzen. Und das sind nicht die, die wir oft hören. Der erste ist, was Machiavelli versuchte damals, ist etwas, was wir auch heute versuchen müssen, nämlich eine neue Ära zu verstehen. Bei ihm war es damals die aufkommende Moderne. Er hat sie nicht vollständig durchdrungen und trotzdem war er der Erste, der versucht hat, sich mit einer neuen Logik auseinanderzusetzen. Die zweite Perspektive ist, dass er aus einer strategischen Perspektive dachte. Er dachte eben nicht das Große und Ganze, das Gemeinwohl als Ding an sich aus der Perspektive einer Gottheit, sondern er sagte, ich nehme die Perspektive ein von denjenigen oder denjenigen, die gestalten wollen. Die Frauen und Männer, die Organisationen aufbauen wollen, um Besseres oder zumindest etwas zu gestalten. Und er erinnerte uns daran, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem, was wir denken können, das, was wir utopisch uns vorstellen können, und dem, was möglich ist. Und dass wir lernen müssen, in dieser Balance zu denken. Wenn wir mal so ein bisschen reflektieren, was so in den letzten Monaten so passiert ist, egal ob wir vielleicht für, wie ich zu dem Zeitpunkt, für eine Firma gearbeitet haben oder für den deutschen Staat oder vielleicht für die Zivilgesellschaft,
dann erinnert es uns vielleicht an ein paar Beispiele, die wir jetzt nicht erwähnen wollen. Das heißt, im Prinzip befinden wir uns eben in einer neuen Ära, wo wir die Logik der neuen Ära durchdringen müssen. Und viele von euch, die natürlich Digital Native sind, haben sie durchdrungen, aber haben wir sie so durchdrungen, dass wir sie auch reflektieren können und anderen erklären können? Oder haben wir sie noch nicht durchdrungen? All diese Fragen. Also das heißt, die Frage ist, wie verstehen wir die Logik dieser Netzwerkgesellschaft und wie handeln wir dann in ihr? In der neuen Ära, ganz vereinfacht, und das ist jetzt auch wirklich, worum geht es? Also so, wenn man sagt, worum ging es bei Machiavelli? Bei Machiavelli ging es darum, dass plötzlich Herrschaft nicht mehr transzendent, also über Gott, sondern immanent, das heißt aus der Welt hinaus legitimiert werden muss. Was natürlich ganz andere Fragen von wie herrscht man, oder also herrschen sagen wir heutzutage ja nicht mehr, heutzutage wie organisiert man, wie strukturiert man Projekte? Aber im Prinzip ist es die gleiche Fragestellung. Und die Frage, die er eben hatte, ist, wie komme ich hin von einer Welt, die transzendent legitimiert war, zu einer Welt, die immanent legitimiert war? Die Frage, die wir heute stellen können, ist, wie bewegen wir uns hin von einer Welt, die durch 1:N Strukturen, sei es Kommunikationsmedien oder Produktionsstrukturen, strukturiert war, zu einer Welt, die 1:N strukturiert ist? Im Moment ist unser Denken da ganz gut auf der Kommunikationsseite. Wir lernen langsam, wie man Social Media für alles Mögliche einsetzt. Wir lernen langsam, wie man für Entscheidungsverfahren Social Media besser einbaut, auch selbst in Unternehmen. Noch nicht so ganz so, wie viele von euch es erwarten, aber da sind wir schon relativ weit. Wir sind noch weit weg von einem echten Einbau, Umbau unserer Gesamtökonomie in eine End-to-End-Struktur. Im Moment reden wir da gerade über die Share Economy und begeistern uns ans Airbnb und Carsharing-Modellen. Aber es ist natürlich erst überhaupt der Anfang von dem Ganzen. Das heißt, wir müssen lernen, die Logik. Und die Logikverschiebung ist ungefähr so groß wie das, was vor 500 Jahren passiert ist, als es von der Transzendenz zur Immanenz ging. Die Logikverschiebung von 1:N zu N:N mitzumachen. Das Ganze drückt sich also in quasi drei Kernbereichen aus. In Organisation, wo es um diese Themen geht, wie gehe ich von der Aufgabe hin zum Prozess. Es ist ein Diskurs, den wir schon vor 20 Jahren angefangen haben mit dem Re-Engineering in der Corporation. Wie gehe ich hin von territorialer zu Prozesssouveränität? Das ist etwas, was wir zum Beispiel im Koalitionsvertrag gerade ganz massiv sehen, die Spannungsverhältnisse da. Wo geht es darum, um die Verteidigung von territorialen Souveränitäten? Wo geht es darum, Prozesse kontrollieren zu können? Und wo machen wir das intelligent? Es geht in dieser Frage, die uns Larry Lessig schon 1998 gegeben hat, mit der Code-is-Law-Hypothese, also der Frage nach, wie können wir Recht in Software abbilden, wie lernen wir als Staat und Zivilgesellschaft und Unternehmen in Architekturen zu denken und eben nicht in juristischen Konstruktionen zu denken. Es geht in der Frage von Latenz, dass wir Dinge sequenziell nacheinander in Zeit und sonst was machen, hin zu, wie organisieren wir in Echtzeit. Das heißt, wir haben fundamental neue Fragen, wie organisieren wir in End-to-End. Aber es ist nicht nur Organisation. Organisation ist das Hilfsmittel, um das zu erreichen, was wir wollen. Also das Hilfsmittel zur Strategie. Strategie ist natürlich die machiavellistische Frage. Das heißt, wie kommen wir weg von einer Welt, wo es um Geheimhaltung ging, wo Informationen kontrolliert werden sollten, zu einer Welt, wo wir nicht absolut transparent sind. Das haben wir ja gelernt im letzten Jahr, dass die absolute Transparenz logisch eine Aporie ist oder logisch nicht möglich ist, weil wenn alles transparent ist, wer ist dann noch dicht? Das heißt, es geht im Endeffekt, und da hilft uns Machiavelli wieder weiter, um Offenheit als Mittel. Das heißt, um die Strukturierung von Offenheit in Prozessen, die entweder emergent sein können oder eben
linear. Das heißt, es geht darum, wie wir Offenheit einbauen. Das heißt im Endeffekt um Schnittstellendesign. Wie bauen wir Schnittstellen in unsere Prozesse oder in andere Prozesse ein, sodass wir end-to-end funktional nutzen können, intelligent nutzen können? Das ist ja die machiavellistische Frage. Es ist nicht die einzige Frage, die man zu end-to-end stellen kann, aber es ist eine sinnvolle Frage, es ist nämlich eine strategische Frage. Dann natürlich geht es darum, wie kriegen wir ein Gespür für Daten und wie wir damit umgehen, das ganze Big Data-Frage und NSA-Frage und so weiter und so fort. Auf der Technologieseite geht es dann um Dinge wie bauen wir tatsächlich unser gesamtes Leben nach in digitalen Netzen, wie gehen wir mit diesen Datenanalysen um und wie setzen wir das für Herrschaft oder eben Organisationsstrategie und wie auch immer Problemlösung ein. Und das heißt natürlich, und das ist das, was wir dieses Jahr wirklich gelernt haben, die Bedingung der Möglichkeit von Politik verändert sich, und zwar verändert sich radikal. Und das haben wir noch nicht ganz im Griff. Es gibt einige, die das besser können, und zum Beispiel, das seid ihr natürlich, klar, also ihr könnt es, ja, ihr habt es im Griff, ihr macht es gut, ja. Und dann gibt es so ein paar Revolutionäre, egal wo sie sind, die können das auch gut, die machen das und gut ist. Die NSA kann das auch ziemlich gut, ja, haben auch viel Geld da rein investiert. Ja? Also, das heißt, es gibt Akteure, die können in der heutigen Welt viel besser mit diesen neuen Logiken spielen und sie auch strategisch einsetzen. Und jetzt kommen wir zu dem Argument, was ich heute Abend machen will, also ein bisschen lange Hinführung. Und zwar, es ist gar nicht so gut für so eine Gesellschaft, wenn einzelne Akteure das können und andere nicht das können. Weil das führt zu so Ungleichgewichten und es führt zu Revolutionen, die manchmal gut sind und manchmal nicht gut. Auf jeden Fall unintendiert aus Gesamtsystemsicht. Und insofern glaube ich, ist es unsere Aufgabe als Colab, eure Aufgabe als Netzcommunity, damit umzugehen und also eine Kompetenz aufzubauen. Also hier sitzt ja die geballte Medienkompetenzgruppe aus Facebook, die wirklich viel da macht. Und Medienkompetenz heißt da eben nicht nur zu wissen, welche Bilder man in Facebook postet, sondern tatsächlich, wie organisiert man Gesellschaft und wie organisiert man Produktion in End-to-End, in einer End-to-End-Logik. Und jetzt zum Argument. Also es lohnt sich in einer solchen Zeit ein bisschen sich mit Metatheorie zu beschäftigen oder ein bisschen sich damit zu beschäftigen, wie funktioniert sowas. Und das ist was ich jetzt, und das, den Luxus erlaube ich mir nur heute, weil ich heute als Akademiker hier bin, was ich epistemologische Achtsamkeit nenne. Weiß nicht, ihr kennt sicher alle diese Achtsamkeit-Diskussionen in der Psychologie, die wir zurzeit haben, ja, wo es darum geht eben, dass man bewusst, ja, und dann fallen lässt und so weiter und so fort. Also jedenfalls, also was wir brauchen, ist eine epistemologische Achtsamkeit, weil nur wenn wir wissen, wie wir mit diesem Zeug umgehen, können wir es schaffen, auch diese Gesellschaften wirklich durchzustrukturieren, die wir gestalten wollen. Nur dann schaffen wir es, die Welt tatsächlich in der Netzwerkgesellschaft dahin zu bringen, wo wir sie hinbringen wollen. Und da bringe ich einfach mal so ein bisschen was aus meinem Baukasten der Politikwissenschaft mit und gar nicht sehr kompliziert, sondern ganz vereinfacht. Also gibt es so eine Theorie, die heißt Realismus, hat nichts damit mit der realen Welt zu tun. Die versuchen die Leute immer zu sagen, Realisten sind diejenigen, die an das Echte glauben, aber in Wirklichkeit sind es nur die, mehr so auf die Mittel schauen. Ja? Und dann gibt es die anderen, die heißen Idealisten und die schauen mehr auf den Zweck und sagen, naja, also so, da wollen wir halt hin, oder Utopisten oder sowas. Ja? Und das ist, also wenn wir Utopisten sagen, dann ist das natürlich schon aus realistischer Sicht, also politisch in irgendeiner Form. Also diese Unterscheidungen, wenn man sagt, du bist ein Realist, du bist ein Idealist oder sowas, ist eine politische Unterscheidung, die ist so ungefähr so wie, du bist ein Macho und du bist mehr so ein Softie. Ja? Also so auf Männer gesehen, jetzt bei Frauen wären andere Kategorien die richtigen. Auf jeden Fall, also so mit dieser Unterscheidung kann man trotzdem ganz gut arbeiten und sagen, was uns da dieser alte Machiavelli vor 500 Jahren gesagt hat, das ist vielleicht nicht ganz uninteressant. Er hat nämlich mit einer unglaublichen Sensibilität, heutzutage würde man sagen Achtsamkeit, sich an dieses Thema gemacht und hat
mal aufgeschrieben, wie man die Welt denken könnte, wenn man sie aus der Sicht von jemandem denken würde, der oder die strategisch an ihre Projekte dran gehen würde. Und ganz viel von dem, was wir sehen, wenn wir Netzpolitik machen zurzeit, ist nicht sehr realistisch. Und insofern so ein bisschen so ein Aufruf, in diese Richtung zu gehen. Aber also ganz viel, was wir auch zum Beispiel in der ersten Version des Koalitionsvertrags, also so in dieser, was aus dieser Arbeitsgruppe, war noch sehr geprägt von nicht realistischem Denken. Und ganz viel, was später drin stand, war sehr realistisch. Und da muss man mal schauen und fragen, inwiefern da dann doch dem Guten gedient wird, in irgendeiner Form. Also es lohnt sich, darüber nachzudenken. Ich sehe, ich habe euch noch nicht, und deswegen ein Beispiel. Ja? Und zwar ein Beispiel, ich glaube, damit kriege ich euch. So. Ich weiß nicht, einige von euch, also können sich noch erinnern an den Kalten Krieg oder haben zumindest mal eine Geschichte davon gehört. Der Kalte Krieg war ja ein unglaublich interessantes Konstrukt. Ja? Da wurden Milliarden von Euro an Hardware ausgegeben auf Basis von einer Theorie, die wir jetzt nicht mehr sehr plausibel finden. Und zwar diese Theorie war ja diese Theorie von Mutually Assured Destruction. Also die Fähigkeit, den anderen tot zu machen, wenn man schon selber tot ist. Nur wenn man das kann, nur dann kann man Stabilität des Gesamtsystems absichern. Und wenn man da mal zurückschaut und schaut, wie das entstanden ist, dann ist das nicht, wie viele in den 80er Jahren argumentiert haben, der natürliche Gang der Welt gewesen, sondern es war einfach, es waren Ideen von unterschiedlichen Leuten, die diese Theorie in den Raum gebracht haben, und nach dieser Theorie haben sich dann die Leute verhalten. Und die Gefahr, die wir im Moment durchleben in der NSA-Debatte, ist eine Gefahr, dass irgendwer, ob von der einen oder der anderen oder der dritten oder der vierten Seite, diese Debatte so strukturiert, dass wir wieder in ein solches Regelwerk verfallen, wo wir dann 30, 40, 50 Jahre 3% des globalen Bruttosozialproduktes ausgeben dafür, dass wir irgendwelche Hardware kaufen, die dem entspricht und damit nicht das erreichen, was wir erreichen können. Das heißt, es lohnt sich, vorsichtig darüber nachzudenken, wie wir die Politik, die wir im Moment spielen und was für Auswirkungen sie auch auf das Große und Ganze hat. Albert Wohlstetter, Mathematiker, arbeitete in der RAND Corporation, das ist so ein Think Tank in Santa Monica an der Beach, hat schöne Volleyballplätze, ist da so einer von denen gewesen. Hier sein Zitat. Das heißt, das Plädoyer, was ich heute machen will, und damit kommen wir auch eigentlich schon zum Ende von dem Input-Teil, ist ein Plädoyer für etwas, was ich digitale Realpolitik nenne. Und digitale Realpolitik, die befreit ist von manchen Begrifflichkeiten der Realpolitik, wie wir sie in den letzten Jahrzehnten genommen haben, wo es sich lohnt, zurückzuschauen auf das, was Machiavelli vor 500 Jahren geschrieben hat, mit einer Sensibilität, die seither fast niemand hatte. Und weil Weihnachten ist, möchte ich doch auch mit so etwas wie einem fast christlichen Moment enden. Es gibt nämlich die schönste Interpretation dieser machiavellistischen Realpolitik. Ist von Reinhold Niebuhr in einem Gebet, was das Gelassenheitsgebet heißt und was genau das ausdrückt und was uns eigentlich in das nächste Jahr begleiten sollte, damit wir die Diskurse, die wir dieses Jahr eher so ein bisschen holprig geführt haben, und die Diskurse, mit denen wir den Weg in die Netzwerkgesellschaft gestalten wollen werden, damit wir vielleicht die einen Schritt noch besser angehen als im letzten Jahr. Lesen kann ja jeder selber. Insofern, danke.
Cherry. Stefan. Ich habe keine. Ich habe so viel, das geht nicht. Ich habe keine. Hallo, Karl-Philipp Burkert. Ich versuche es mal mit einer Frage, ganz hinten bei dem Nibur angefangen. Wir sollen also unterscheiden, was zu ändern ist und was nicht zu ändern ist. Und damit man nicht mit zu viel Lethargie sozusagen ins nächste Jahr startet, wäre ja dann die interessante Frage, was können wir ändern und was können wir nicht ändern? Können wir also NSA-Überwachungsinfrastrukturen nicht ändern? Oder können wir sie doch ändern? Wie weit definieren wir sozusagen unseren Handlungsraum und damit den Raum, in dem wir Netzpolitik in den nächsten Jahren diskutieren? Super. Wäre eine Frage jetzt nicht nur an dich, sondern in die Runde natürlich. Also ich danke. Ja, dank dir. Ich hab tatsächlich eine Idee, wie wir drüber nachdenken können, nicht was wir ändern können. Aber ich glaube, wir sind am Zeitpunkt, wo wir in drei Szenarien denken müssen. Das eine ist, kann IT nationalistisch sein? Und ich glaube, die Antwort ist ja. Viel leichter als eine ganze Ökonomie, weil eben am Ende ist IT virtual. Insofern gibt es durchaus Aspekte, die nationalistisch sein können. Und auch im Koalitionsvertrag sieht man ganz viel davon. Also da können wir was ändern. Wir können die sichere deutsche E-Mail können wir bauen. Können wir. Kostet auch gar nicht so viel. Ob wir es wollen, ist eine andere Frage. Aber darüber, das ist Szenario 1. Szenario 2. Wir können über ein europäisches Internet und eine europäische IT denken. In Teilen. Und es könnte eine Lösung sein. Und sie hat Vorteile und sie hat Nachteile. Und wir könnten auch dran glauben, oder wir könnten auch versuchen, wieder einen neuen globalen Konsens herzustellen. Das würde heißen, wir bräuchten alle möglichen, auf mehreren Dimensionen müssten wir arbeiten. Wir bräuchten No-Spy-Abkommen, wir bräuchten Inter-Corporate Agreements, wir bräuchten alle möglichen, also es sind verschiedene Schichten, auf denen wir arbeiten müssen. Und auch das wäre möglich. Ich glaube, Realpolitik heißt, zu akzeptieren, dass es solche Szenarios gibt, und sie akzeptieren als das und dann jeweils die Vor- und Nachteile abwägen und schauen, dass man das, wofür man sich entscheidet, dass man in die Richtung arbeitet. Insofern keine ganze Antwort, aber zumindest mal eine Richtung. Danke. Ja, das ist kompliziert, auf so einen Vortrag eine intelligente Frage zu stellen, aber ich versuche es trotzdem mit zwei. Realpolitik und Idealismus, das war der Gegensatz, den du gebildet hast. Ich will mal versuchen, einen anderen Gegensatz zu bilden. Verantwortungsethik und Gesinnungsethik. Wie kommen die beiden zueinander? Weil die politische Diskussion der letzten Jahrzehnte richtete sich immer darauf, diese Dichotomie zu haben zwischen Verantwortungsethik und Gesinnungsethik. Die Gesinnungsethiker waren eigentlich diejenigen, die, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ehrlich der Realpolitik folgen sollten. Und die Verantwortungsethiker sollten eigentlich eher aus idealistischen Prinzipien heraus agieren. Aber das würdest du mir nochmal erklären. Das Zweite ist mir viel wichtiger. Das Zweite ist die Frage, wie schaffe ich es in einer Gesellschaft, die Machtstrukturen hat, diejenigen davon zu überzeugen, auch digitale Machtstrukturen hat, diejenigen davon zu überzeugen, dass sie genau diese Macht abgeben sollen, die eigentlich genau das konstituieren, was sie sind. Und diese beiden Fragen sind mir gekommen, als ich deinen Vortrag gehört habe. Vielleicht habe ich noch gar nicht verstanden. Aber ich vermute, dann würde ich in guter Gesellschaft sein. Danke dir ganz arg. Also es ist tatsächlich, ist ja völlig egal, es ist umgekehrt. Also Gesinnungsethik heißt, ich glaube an etwas und danach verhalte ich mich, no matter what. Und Verantwortungsethik heißt, der Zweck heiligt die Mittel. Der Zweck heiligt die Mittel. Und Realismus wäre, der Zweck heiligt die Mittel. Also die mappen nicht eins zu eins. Ich komme gerade gestern aus einer politischen Theoriediskussion, die ich selber auch nicht verstanden habe. Und die sprachen dann lieber von deontologischer Ethik und konsequenzialistischer. Genau, und deontologisch heißt es Gesinnung und Verantwortung. Aber jedenfalls, ja, also Machiavelli vereinfacht gesagt, Zweck heiligt Mittel. Ansatz. So. Und damit kommen wir auch zur zweiten Frage.
wie gehen wir mit der Macht um? In Gesellschaft, also in, und die Frage kann man ja unterschiedlich nehmen. Also in was wir jetzt in den Koalitionsverhandlungen beispielsweise gesehen haben, ist das, wie sagt man das vorsichtig, dass die Netzpolitiker manchmal in der Bubble leben. Kann man das so sagen? Weiß ich nicht. Und dass Macht in diesem Land noch durch andere Strukturen repräsentiert wird, zumindest im Staat. Und da haben wir natürlich zwei Arten von Problemen. Das eine ist, dass wenn Staat nicht schnell in die Netzwerkgesellschaft kommt, dann wird Staat vielleicht irrelevant irgendwann. Und das ist eine Gefahr für die von uns, die an Staatlichkeit glauben. So. Und die zweite Frage ist natürlich, wenn Netzpolitik nicht schafft, durch alte Strukturen mitzuarbeiten, dann kommen wir nicht weiter. Das ist ja das, was wir immer geglaubt haben, diese Frage nach Digital und Gesellschaft ist ganz wichtig. Und da haben wir jetzt über 10 Jahre drüber geredet und irgendwie sind wir nie so ernst genommen worden. Ja? Also so, wo wir so die digitalen Pausenclowns waren. So, also zumindest so. Ja? Und da gibt es verschiedene Dinge, die man anschauen kann. Aber es lohnt sich immer, zum alten Machiavelli zurückzugehen. Also das eine ist, was man sich anschauen kann, ist, dass manchmal Wände, gegen die man sein Leben lang gelaufen ist, wenn die plötzlich nicht mehr da sind, dann bleibt man trotzdem vorher stehen. Und da muss man seinen Blick schärfen, oder damit man da trotzdem dann durchrennt. Und das andere ist, dass man natürlich eine klare machtpolitische Analyse macht und schaut, wie man eben durch die Gremien durchmarschiert. Und wenn die Gremien nicht digital sind, dann muss man eben analog arbeiten. Und wenn die Leute halt nicht ins Basecamp kommen, dann muss man halt ins Bundeskanzleramt gehen. Also sozusagen die Plakative, und wir reden nachher weiter darüber. Also, danke. Meiner Wahrnehmung nach haben wir im Moment eigentlich einen Konflikt zwischen Koordinierungsmechanismen, einerseits sozusagen Hierarchie und andererseits Netzwerk. Und das ist eben was sich sicherlich entwickelt, wo man gesehen hat, dass es bei ACTA zum Beispiel eben eine sehr große Schlagkraft entfalten konnte innerhalb sehr kurzer Zeit, wo wir andererseits aber gesehen haben, dass Transparenz alleine sozusagen uns auch nicht weiterhilft. Das heißt, wir haben WikiLeaks-Sachen gesehen, wir haben jetzt Snowden gesehen, wir haben unfassbare Transparenz eigentlich, aber an den Zuständen hat sich letztlich kaum was geändert. Das ist jedenfalls meine These im Moment. Und das heißt, da muss sozusagen noch daran gearbeitet werden, diese Transparenz zu übersetzen, tatsächlich letztlich in politisches Handeln und in politische Konzepte. Wie das eben bei ACTA eben sehr singulär geschehen ist, wie es aber offensichtlich bei vielen anderen Themen eigentlich gar nicht funktioniert. Zwei Antworten. Die eine ist, auf dem Abstraktionsniveau ist die Frage nicht zu beantworten. Und die zweite Antwort ist Transparenz ist nicht das einzige Machtmittel, was wir haben. Und das ist ja genau das, was du gesagt hast. Ja, also Transparenz ist ein Mittel, was eingesetzt werden kann. Aber die Frage ist, wofür? Und da hilft es auch wieder, also bin ich ein bisschen langweilig jetzt gerade, auf den alten Machiavelli zu verweisen. Marianne. Also ich ringe so ein bisschen mit einem etwas anderen Thema. Du hast gerade gesagt, die Netzpolitiker leben in der Wolke oder in der Bubble oder wo auch immer. Ich glaube, die Gefahr ist inzwischen eine ganz andere. Also wobei ich sagen muss, ich bin Illusionistin vielleicht, Optimistin, sehe eher das Glas halb voll als halb leer. Ich glaube, die Gefahr für uns hier, die wir Transformation, die wir was anderes wollen, ist ganz anders. Dass die gegenwärtigen Machteliten so langsam das aufsaugen, was da so aus der Szene kommt, und es für sich adaptieren, um Veränderungen zu verhindern. These. Wir haben etwas gejammert, dass im Koalitionsvertrag anscheinend viele Dinge aus dieser Unterarbeitsgruppe Digitale Gesellschaft nicht mehr da sind. Falsch. Das taucht ja an ganz unterschiedlichen Stellen unter ganz unterschiedlichen Überschriften auf und ist teilweise auch nicht geboren in dieser Unterarbeitsgruppe, sondern in anderen Unterarbeitsgruppen. Und das ist interessant. Ich meine, ich kann hier sagen, juhu, eigentlich meine Art, die Welt zu betrachten. Jetzt haben endlich viele begriffen, dass die digitale Agenda ein Querschnittsthema ist, das man aus ganz unterschiedlichen Perspektiven nicht nur betrachten, sondern behandeln muss.
sondern ich sehe die Gefahr, dass hier Wörter, dass hier teilweise Phänomene verstanden werden, aber so aufgesaugt werden, dass man sie unter die eigene Herrschaft kriegt sozusagen und damit im Grunde genommen Veränderungen zumindest entschleunigen kann. Ob man sie verhindern kann, weiß ich nicht, glaube ich nicht. Aber das ist für mich viel eher der Punkt, an dem wir stehen, als dass wir sagen können, es sind immer nur wie hier ein paar Männekes und Weibleins, die sich mit den eigentlichen Themen der Veränderung beschäftigen und die anderen begreifen es einfach nicht. Fürchterliches Vakuum zwischen uns und denen, die das Sagen haben in Gesellschaft und Politik hier in Deutschland. Ich glaube, wir sind weiter. So, das wäre mal so eine These. Fällt mir jetzt gerade ein. Von daher. Ja, finde ich auch. Nee, ja. Ja, meine Frage schließt sich daran an. Diese These der Wiederherstellung von Machtstrukturen und Hierarchien aus der Offline-Welt und die Übertragung in die Online-Welt, vor diesem Hintergrund sehe ich auch so tendenziell und vor diesem Hintergrund sehe ich den Begriff der digitalen Realpolitik etwas kritisch. Mhm. Der Appell, den kann ich verstehen, den teile ich auch, aber der Begriff, und du hattest das am Anfang angesprochen, Kalter Krieg, ich gehöre noch zu der Generation, die sehr bewusst diese politischen Diskussionen in den 80er Jahren wahrgenommen hat. Und der Begriff Realpolitik war damals ein Kampfbegriff der etablierten Dogmen des Kalten Krieges. Und jeder, der nicht Realpolitiker war, war ein Spinner. Und das war ein Machtinstrument, die Nutzung dieses Begriffes. Und deswegen reagiere ich ein bisschen zurückhaltend, wenn ich jetzt wieder Realpolitik lese, und diesmal im digitalen Bereich, und das eben im Kontext mit diesen Mechanismen der Reetablierung von Macht im Online-Bereich, wenngleich ich den Appell, der dahinter steckt, einfach ein bisschen pragmatischer zu sein, den teile ich auf jeden Fall. Wolltest du da jetzt noch antworten, oder? Nee? Ich fand es gut. So. Ich bin jetzt ein bisschen überrascht, dass du mit so einem evangelischen Sklavengedicht irgendwie deinen Vortrag beendest. Es ist Weihnachten. Bitte? Es ist Weihnachten. Ach so, und da müssen wir wieder ein bisschen die Sklaven-Ideologie nach vorne rücken. Okay, also ähnlich Realpolitik, ich denke mal... bin ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, auch überrascht, dass jetzt hier olle Kamellen wie Verantwortungsethik versus Gesinnungsethik wieder vorgeholt werden. Also wer nicht die richtige Gesinnung hat, kann auch keine Verantwortung zeigen. Wer keine Verantwortung zeigt, hat auch keine Gesinnung. Also das ist also so banale Vordiskussion. Das Schöne daran ist, der Unterschied zwischen den Nerds und den Hippies ist, die Hippies haben immer nur gesagt, es gibt eine andere Welt, ist möglich. Die Nerds wissen, dass eine andere Welt möglich ist, denn wir hatten sie schon. Wir hatten sie nur in klein. Und dann haben wir irgendwie, das war natürlich der große Fehler, wir haben angefangen, das Internet plötzlich mit allen zu teilen. Und das hat diejenigen gestört, die vorher über alle herrschen konnten. Also wir haben ja dann dieses Geplänkel, wie heißt das nochmal? Demokratie, genau. Was vorgeschaltet war, als Illusion, als ein bisschen Beschäftigung für die Leute. Und aber die richtigen Machtstrukturen, die haben sich dann angefangen, für das Internet zu interessieren, als es relevant wurde, und deswegen haben wir das so, deswegen ist Wikipedia die sechstgrößte Webseite der Welt und die fünf davor sind alles kommerzielle Bullshit-Webseiten, aber anscheinend funktionieren sie ja. Und wir beide hatten den Diskurs ja schon öfters, es geht ja nicht darum, jetzt irgendwie das eine gegen das andere auszuschließen, sondern eine Balance zu finden. Darum ging es übrigens auch Weber bei der Gesinnungs- und der Verantwortungsethik, das war nicht ein Entweder-Oder, sondern die Balance von beidem. Und insofern... Also ich denke mal, was jetzt super gut funktioniert mit dem Internet, haben wir gelernt, ist Konsum. Also alle anderen außer in diesem Raum benutzen das Internet ja nur zum Konsumieren und wir sind die Einzigen, die da noch was anderes mitmachen. Wenn ich jetzt mal so grob zusammenfassen darf, gefühlt. Ja. Das heißt, wir haben hier eine Übermacht wieder des Konsums, also das, was die letzten 20, 30 Jahre auch außerhalb dieses Internets dazu geführt hat, dass wir jetzt in einer Postdemokratie leben. Insofern wäre für mich digitale Realpolitik nicht irgendwie anzufangen, die digitale andere Realität, die ja möglich ist, jetzt irgendwie aufzugeben, sondern uns die Frage zu stellen, inwieweit denn diese Zustände in dieser Restwelt, also diesem analogen Drumherum, denn jetzt zu hinterfragen sind. Weil das ist ja die einzige Chance, die wir haben. Ja? Normalerweise wird ein Gesellschaftssystem nur hinterfragt, wenn Blut auf der Straße ist.
Diesmal haben wir die Möglichkeit, ein Gesellschaftssystem zu hinterfragen, weil eine digitale Sphäre eingezogen wird in die Gesamtrealität und das so anständig durchschüttelt, dass man jetzt darüber nachdenken könnte. Die schlauen Kapitalisten haben das natürlich verstanden und schütteln in ihre Richtung. Und es ist eben keine digitale Realpolitik, den Kapitalisten auch jetzt im Digitalen den Weg zu überlassen. Und insofern hatte ich jetzt eigentlich gedacht, dass deine digitale Realpolitik-Rede heute Abend etwas kämpferischer ist und war deswegen etwas irritiert, als du eben mit diesem, naja, wenn es halt nicht anders geht, musst du halt einsehen, dass es nicht anders geht, Gedicht endest, was mich jetzt ein bisschen irritiert, aber vielleicht kannst du das ja nochmal richtigstellen. Ich habe ja vielleicht auch das Gefühl, dass ich mich täusche jetzt gerade in dir. Oder habe ich mich sonst in dir getäuscht, nur heute Abend nicht? Ich weiß es nicht. Also ich danke dir ganz herzlich. Ich hab Antworten auf drei Ebenen. Die erste Ebene ist, warum so? Das ist das Argument heute ist ein politisches Meso-Ebenen-Argument. Das heißt, es geht um Strategie und es geht nicht um politische Philosophie. Ja. Erster Punkt. Das reicht noch nicht aus. Zweiter Punkt ist, Jens hat ja sozusagen also die glorreiche Vergangenheit des digitalen Naturzustandes zelebriert. Ja. Bernhard Krieger da hinten und ich, wir haben mal so in den frühen 2000ern ein Paper geschrieben, was wir irgendwie nie veröffentlicht haben, aber es ist irgendwie macht trotzdem ein lustiges Argument, insofern erzähle ich mal darüber ganz kurz. Wir haben uns diese digitalen Netzwerkgesellschaften angeschaut, weil wir wollten wissen, was passiert eigentlich, wenn wir die Gesamtgesellschaft digitalisieren, was wird dann passieren. Und da haben wir uns die Nerds angeschaut, also so Open Source Software Developer Communities. Und dann haben wir zwei Fragen gestellt. Und zwar die eine ist, wie regiert ihr euch? Also so, wie ist Autorität? Und die zweite ist, wer darf mitmachen? Ja, und dann die Antworten waren relativ, naja, also die ersten waren relativ langweilig. Also bei wie regiert ihr euch, da kam alles Mögliche raus. Und dann dachten wir, okay, also sowas wie Republikanismus und dann irgendwie benevolente Diktatoren und so weiter und so fort, was wir alles kennen. Also das heißt, dann sagten wir, okay, diese Frage war nicht interessant. Und warum war sie nicht interessant? Na, weil wir sie Ingenieuren gestellt haben. Und Ingenieure haben halt keine gescheite politische Theorie oder keine sophisticated. Aber vielleicht funktioniert sie. Ja? Okay. Dann haben wir gesagt, okay, dann wollen wir wissen, wer ihr seid. Haben sie gesagt, jeder darf bei uns mitmachen, ja. Also wir sind eine reine Meritokratie und jeder kann mitreden und so weiter. Da dachte mir, ah, ist interessant, das klingt nett und so weiter. Also so die Jenses dieser Welt. Und dann haben wir aber gesagt, okay, aber wie überprüfen wir das jetzt einfach? Ja, und dann bin ich einfach glücklich, dass Bernie ein Ethnologe ist. Hat er gesagt, dann machen wir was. Und zwar, wir interviewen die einfach und dann machen wir auch noch eine quantitative Analyse. Ja, und dann haben wir festgestellt, dass es total elitäre Kreise sind, also das ist, was du ja auch implizit gesagt hast. Ja? Das heißt, es funktioniert, oder zum funktionierte jedenfalls nur so, und es ging bis hin, das waren 98% Männer. Ja, okay, kann man sagen, naja, Software machen halt nur Männer, ja. Aber schon zu dem Zeitpunkt arbeiten bei IBM und bei Capgemini und so weiter und so fort über 30% Frauen. Also so ganz klarer Unterschied da. Ja? Dann, wenn man genauer reinschaute, musste man feststellen, wer waren diese Leute und wo kamen sie her. Und dann stellten wir fest, dass ein statistisch brutal krass signifikanter Anteil von ihnen aus Familien kam, die nicht geschieden waren, wo die Mama Lehrerin und der Papa Ingenieur war, vereinfacht gesagt. Ja, also ich weiß, ich tue dem Bernie und seinen Zahlen da nicht gerecht gerade, aber ungefähr sowas. Ja. Das heißt, man braucht unglaublich hohe Vertrauensmengen. Ja. Und was wir jetzt geschafft haben in den letzten 10, 20 Jahren, ist das Ding massenweise auszurollen und Netzwerkgesellschaft unter Umständen doch zu bauen in einer Welt von Leuten, die eben nicht so heile Welt sind wie Jens Best und Co. Okay. Frage 2, du kriegst keine Rückantwort, weil wir machen da kein No, das machen wir dann beim Bier. Ich habe das Mikro. Und den dritten Teil habe ich vergessen, insofern würde ich sagen, jetzt gibt es Glühwein, oder? Also so.